Hallo, ich bin Chris und ich führe euch heute durch den Zukunftstag und da bin ich nicht nur alleine, sondern da ist auch Adrian, Hannes, Leo, Tino, Alex, Tim. Supergeil. So Chris, was hast du denn für eine Aufgabe hier bei Zelle heute? Ja, ich stelle die Berichte online auf die Seite zelleheute.de. Dafür bearbeite ich zugesandte E-Mails, die Pressemitteilung so, dass sie veröffentlicht werden können, die Rechtschreibfehler, Grammatik, ich ordne sie in Kategorien ein, ich füge Bilder hinzu und gucke einfach, dass alles passt. Auch die Tags für Google füge ich dazu, dass man sie auch über Google finden kann. Und ja genau, ich gestalte dann quasi so die Homepage zelleheute.de, die Nachrichtenseite, dann die Endversion, die dann dort zu sehen ist. Supergeil. So, ich bin jetzt im Oberlandesgericht Celle und ich besuche jetzt Tino und Hannes und mal sehen, ob ich die finde. Keiner da. Wir gehen trotzdem rein. Die Schüler sind jetzt eingetroffen und hier steht direkt Hannes. Und ja, was hast du denn jetzt heute alles so erlebt? Wir waren eben gerade im Hochsicherheitstrakt. Da war noch so ein Verhandlungsraum für gefährlichere Leute. Ja, und Tino, wie war es bei dir? Ja, war eigentlich ganz gut. Hat ein bisschen länger gedauert. Ja, aber war sonst eigentlich ganz spannend. Neben mir steht hier Ralf Jarosch. Und was machen Sie denn hier heute? Ja, ich werde heute hier einen Vortrag halten über die Risiken und Nebenwirkungen von Facebook. Und ich arbeite hier im Oberlandesgericht Celle im Technischen Betriebszentrum. Das ist der Bereich, der die gesamte Justiz Niedersachsen abdeckt, für den IT-Betrieb, und dort ist mein Aufgabengebiet halt die IT-Sicherheit sowie die Netzwerksicherheit. Supergeile Typen. Okay, das war jetzt das Oberlandesgericht Celle und jetzt gehen wir ins neue Rathaus. Wir sind jetzt hier beim neuen Rathaus und hier findet eine Pressekonferenz zum Nordwall-Umbau statt und da gehen wir jetzt mal rein. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Hallo. Was machen Sie denn den ganzen Tag? Das ist sehr unterschiedlich, weil jeder Tag neu und jeder Tag anders ist. Mit der Konsequenz, dass ich jeden Tag was anderes zu tun habe. Das ist die Vielfältigkeit in diesem Job und das macht das aus, dass mir das so wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist der nächste Abschnitt mit Beginn Juni. Sind hier in einem Bereich tätig, wo ja auch in der Vergangenheit mit Sicherheit größere Baumaßnahmen getätigt. Oh, das war jetzt ganz schön langweilig. Wir gehen jetzt in die CD-Kaserne. Supergeil. Eine ganz tolle Stadt. Eine supergeile Herzogstadt. Ja, wir sind jetzt hier in der CD-Kaserne und was macht die CD-Kaserne eigentlich? Ja, also wir haben ganz viele verschiedene Bereiche. Wir machen natürlich zum einen die großen Veranstaltungen. Neulich war Olaf Schubert zum Beispiel da, ganz viel Comedy, aber auch verschiedene Musikgruppen sind immer da. Und dann arbeiten wir mit Kindern und Jugendlichen. Da waren wir im Haus 7 heute auch wieder beim Zukunftstag und haben da nochmal die Projekte vorgestellt. Ja. Ja, und gefällt es den Kindern hier? Wir hoffen das sehr. Also was wir bisher gehört haben, hat allen ganz gut gefallen. Nachher haben wir nochmal eine Feedbackrunde und dann hören wir endgültig nochmal, wie es allen so gefallen hat. Und erzähl mal, wie hat es dir gefallen? Ja, war ganz cool hier. Wir hatten eine coole Führung. Wir mussten Fragen beantworten. Also es war auf jeden Fall witzig, eine coole Erfahrung. Zum Beispiel, wir haben eine Einführung gekriegt in die Licht- und Tontechnik. Das fand ich ganz cool. Ja, und uns wurden so die ganzen Berufe hier mal gezeigt und erklärt. Ja, und könntest du dir vorstellen, dass du später mal so einen Beruf ausüben wirst? Nee, ich glaube nicht. Ich will irgendwas mit Journalismus machen. So, das war jetzt der Vormittag und jetzt machen wir erstmal Mittagspause. Auch mal deine Frise. Supergeil. Ich mag Celle heute sehr, sehr gerne. Sehr kompetentes Team, unwahrscheinlich nette junge Leute heute hier zum Zukunftstag. Macht Ihnen der Beruf Spaß? Mir hat das immer Spaß gemacht, auch als ich das nebenbei gemacht habe. Und
Ich empfand nie unbedingt Stress bei der Arbeit. Ja, so, das war jetzt der Zukunftstag und ja, jetzt müssen wir erstmal Feierabend. Also alles, was ihr heute gemacht habt, war super geil, Leute. Ich bin sehr stolz auf euch. Super. So, und jetzt sind wir auch richtig vorbereitet, meine Freunde. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt. Neben mir steht jetzt... Mein Name ist Ralf Jarosch. Ja, Ich kriege mich nicht mehr ein, warte gleich. Okay. Hallo, ich bin Chris und ich führe euch heute durch den Zukunftstag. Und da bin ich nicht nur alleine, sondern da ist auch... Adrian. Hannes. Tim. So, ja, Chris, was hast du denn hier für eine Aufgabe bei Zelle heute? Ja, also, warte mal ganz kurz. Soll ich jetzt ihn angucken? Red mal ein bisschen. Wie findest du den Zukunftstag hier und wie gefällt dir die Kamera vor dir? Mir gefällt beides. Und mehr hast du gut. Gefällt dir das sogar? Ja, mir gefällt das beides sehr gut. Würdest du die Kamera am liebsten mitnehmen? Ja, aber die würde mir nicht viel bringen, weil ich würde nie finden, wo der Anschalter ist. Also weißt du, dass du in Zukunft nicht mehr hierher kommen wirst? Finden Sie Zelle heute oder die CZ besser? Jetzt bin ich bei Zelle heute und das ist auch gut so. Okay, danke schön. Bitte schön.